Das ist wirklich so die Königswanderung da ins Achensee herinner. Mehr oder weniger so das Anspruchsvollste, was es halt gibt an die ausgeschilderten normalen Bergtouren. Das war einfach ein echt schöner Tag. Nicht schlecht als Ersatzprogramm für den Gell. Ja. Willkommen zu diesem Video. Die Frau da hinter mir, die missgewaltig, die war noch nie auf einem 2000er. Dann habe ich mir gedacht, ich fahre mit der einmal nach Sachensee rein. Ob das Ganze aufgegangen ist und was wir gemacht haben, seht ihr es in dem Video. Viel Spaß damit. So, heute machen wir die Königstour von Sachensee. Zuerst auf den Bernstoff hier rauf, 2,5 Stunden. Dann noch eine Stunde weiter auf die Steinfurtspitz und oben gehe ich dann mal über den Schwarzkopf, Gamskogel. Und unterwegs sind wir zwei, Anna und ich. Übrigens voll das coole Kapperl, gell? Wie gefällt es euch? Schreibt es rein unten in die Kommentare, gell? Ja, bist du jetzt neu gewacken oder Bergsteigen? Bergsteigen. Jawohl, dann gehen wir los. Auf geht's. Auf und dann noch. Genau. Auf und der Garten hoch. Der erste steile Anstieg. Steigen wir jetzt gerade aus. Da kannst du dann ein paar verschiedene Varianten gehen. Vorhin sind dann eh wieder Wegweiser. Für uns geht es dann zuerst auf den Bernstoff rauf. Und rechts sieht man auch schon den Verbindungsgrad zur Steinfurtspitz. Ist ja eh was, was euch eh schon gewünscht habt. Die Tour auch mal im Sommer zum sehen. Bergauf ist noch. Bergheil, bergheil. Oh, schön ist da. Schön. Ja. Du. Da muss man auch schmal sein. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Schön, ha, schau. Voll schön. Jetzt dreht sie sich dann nach rechts raus. Auf die Schauzeiten wieder. So, wie gefällt es dir da in der Almlandschaft? Schön, gell? Vom Almrausch bis zum Abwinken. Voll schön. Die Sicht wird auch immer besser, jetzt wird es frei. Jetzt sehen wir immer mehr. Ja. Drüben das Untertauern und dahinter in die Wolken, Dachschnagebirge links davon Großau kommen. Da vorne der Spitz, das ist der Strimskogel. Zachensee, links der Lackenkogel und da hinten in die Wolken ist das Dennengebirge. Wir sind quasi die Wolken entflohen. Ja, ich schätze mal, der Göll ist heute sicher auch in die Wolken. Ich glaube leider auch. Das war nämlich unser Plan A, gell? Ja. Ich weiß noch, um 4 Uhr vor. Da hat es zum Regen angefangen. Was ist wichtig zum Erwähnen da beim Weg? Ja, dass da so schodrig ist. Ja. Manche Mengen ist nicht und das musst du schon sagen. Ja, stimmt. Ja. Das habe ich im anderen Video schon mal gemacht, das ist da unten verlinkt. Da oben ist eine Passage, auch ein bisschen zum Graxeln, gell, da die Querungen ja. Da hinten. Graxeln ist fast übertrieben, aber. Das Stecken halt. Ja. Genau. Gute Schuhe. Kraxlmaxl. Okay, wirklich. Heute haben wir es nicht mehr. Letzten Meter rauf. Das Gipfelkreuz sieht man schon. Ja. Ole! Juhu, wir gehen am Berg. So. Schau dir das an. Schau dir das an. Faulkogel. Muss ein Mantel. Kannst du da weggehen, ja? Aha. Aber wir müssen jetzt zuerst auf den Gipfel gehen. Ja. Wenn du in 2 Minuten am Gipfel bist, dann haben wir weniger als 2 Stunden gebraucht. Ja.
Wirklich? Ja. Na, genau. Motivation, da kommst du ja nicht einmal nach. Super! Da gibt's noch ein Wort dafür. Gewaltig! Super! Jetzt bin ich auf die. Na, ernsthaft? Ja? Jetzt habe ich das geschafft. 2 Stunden geschafft. Ja. Wow! Wenn wir nicht so viel Pausen gemacht hätten, also halt Tratschereien, Lulu und sowas, Fotos. War es noch schneller gegangen? Ja. Oder? Hätten wir 1,40 geschafft wahrscheinlich. Ja, super. Ja, wir haben da jetzt eine erste Gipfelrast gemacht, gut gegessen. Und jetzt gehen wir weiter auf den Stornfeldspitz. Es regnet schon ein bisschen. Also da draußen regnet es richtig. Gut, dass wir nicht auf den Göl gegangen sind. Laut Wetterradar zieht es bei uns vorbei. Beziehungsweise nur leichtes Tröpfelregenwerk. Schauen wir mal, Stornfeldspitz geht sowieso immer. Solange es nicht stürmt und hagelt und blitzt, passt es halt schon. Der Altturber rast voraus. Ich gehe ein bisschen hinten noch. Sonst fühle ich mich so getrieben. Ziel ist 3/4 Stunde Gipfel. Schauen wir mal. Regnet das alle noch ein wenig? Dass man mal die Sicht, dass wir da aufgereihen müssen. Ein wenig rutschig ist jetzt natürlich. Es regnet. Und da ist sogar ein wenig was zum Arbeiten. Und zwar es ist Konkurrenzfilmen. Ja. Jetzt da nochmal Drahtseil versichert ein bisschen auf. Es hat jetzt blöd, weil es ein bisschen rutschig ist. Aber es geht. Ich muss selber mit einer Hand lösen. Ja. Ich hab's immer mehr mit dem Fürst. Ich weiß eh. Wenn es so schlecht macht. Was ist der Kommentar? Gewaltig. Ob da kennst du das Gelände eh? Von der Skitour auf die Stornfeldspitz, wo wir von unten raufgekommen sind. Das ist jetzt nicht mehr weit bis zum Gipfel. Ja, und happy Anna, oder? Voll geil. Happy Wife, happy Life. Gewaltig.
spielen sie nicht mehr. Super. Ja, rund um und um ist das ärgste Sauwetter, gell? Bei uns geht es eigentlich gerade. Ich glaube, es kommt wieder die Sonne. Ja. Da kommt die Sonne. Die. Pass auf, da geht's alle. Aber wir. Geh vorbei. Ja, Freile. Passt. Geh vorbei, Hase. Da laufe ich aber jetzt nicht mehr. Nein, nicht laufen. Einfach nur gehen und genießen. Da rechts ist der Skitourenrinn runter. Das ist schon geil, ha? Ja, bin ich noch nie gefahren. Sagenhafte Stimmung hört. Episch. Episch. Ist es episch oder sagenhaft? Schreibt es heine unten in die Kommentare. Oder grauslich, geht da. Oder gewaltig. Gewaltig grauslich. So. Zweiter 2000er in ihrem Leben. Und das alles an einem Tag. Nein, dreiviertel Stunde haben wir schon gebraucht. Bergheil, du bist geil. Bergheil. Bleibt alle geil. Gewaltig. Glück ist in den Bergen. So ist. Genau so ist. So ist. Jetzt brauchst du mich nicht mehr filmen, weil ich muss mich mal schneiden. Jawohl, schneiden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Schneidspause, Cut. Heute mal nichts mit Panorama von der Steinfeldspitz. Wenn ihr das sehen wollt, da unten ist das Skitourenvideo verlinkt. Da seht ihr, wie geil, dass der Berg im Winter ist. Aber wir gehen jetzt weiter zum Schwarzkopf. Machen die Überschreitung fertig. Ist auch richtig lässig. Also da sind wir jetzt da runtergekommen. Es ist nicht so arg. Nur rutschig. Genau. Gehst du mal ein wenig vor. Um mich leicht ausgesetzt, aber nicht schlimm. Aber ist voll der gute Weg, gell? Ja. Echt lässig. Ist nicht schwer, aber ausgesetzt. Bissl. Aber ich seht es jetzt nicht so gut, weil es so ein Nerv wieder ist. Aber ist schon schön. Trotzdem. Jetzt geht es da ein wenig runter. Mir macht das irgendwie Spaß. Ja. 15.000 Mal. Pass auf. Pass zu her auf. Das ist ein ganz normales Gehgelände. Erstens sage ich das, weil du wichtig bist, und zweitens gibt es da ein paar so Spezialisten, vor allem aus der Bergführerszene, die behaupten, dass ich ein Kasperl bin und unverantwortlich unterwegs bin. So schaut es aus. Aber so ist es nicht. Wie man jetzt da live sehen kann, passt du so gut auf mich auf. Ich habe keinen Nasenbären gehabt. Ja, hast du keinen. Ich hab's. Hast du keinen Nasenbären? Aber warte mal, komm her mit der Nase, schreibt es rein in die Kommentare, ob sie einen Nasenbären hat. Sie werden alle schreiben, nein, aber viel für Nasen haben. Vielleicht noch. Ist nicht schwer, aber ausgesetzt. Das stimmt. Das ist mir schon gleich rüben. Genau. So. Geht's ein wenig runter. Und jetzt machen wir uns auf den letzten Weg zum Gipfel, gell?
Sagst du halt Schuber? Ein bisschen weiter ist schon noch. Hut Schuber? Was ist? Hut Schuber, was sagt er? Wie weit haben wir es noch? Ja, jetzt müssen wir mal gerade hier gehen, dann geht es noch oben. Ungefähr 300 Höhenmeter und dann 500 Höhenmeter rauf und dann sind wir zwei Kurven später. So was von gelungen. Nein, aber ein bisschen vierer geht es noch und nachher geht es rauf. Okay. Also. Ja, dann schauen wir uns das an. Sicher. Dann, servus. Jawohl, ciao. Jawohl, gehen. Ich würde dich gerade fragen, ob ich da die Stecken annehmen muss. Nein. Bist du ja schon eine zweifache 2000er Besteigerin, gell? Profi. Hast du ja schon Erfahrung? Voll Profi. Gewaltig. Gewaltig. Herzer. Sind wir da in der Schwartner Schneekar? Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen da in 30 Minuten alle zum Gamskogel und zur Gamskogelhütten. Oder wir machen es ein bisschen weiter und wir gehen noch auf den Schwarzkopf rauf. Das war unser Plan schon gewesen. Ja, du entscheidest. Es schneit jetzt aber, okay. Halbe Stunde. Ja. Jetzt gehen wir, oder? Machen wir das. Aber wir werden es dann gleich weit sein, wie von da jetzt habe ich. Ja. Na, also. Also. Alles dann, gut. Das taugt mir, das ist voll motiviert. Da unten ist jetzt die Dauernautobahn und man sieht wieder ein bisschen was. Und da vorne oben ist dann der Gipfel. Ja, da hinten sind wir hergekommen, wo der Steinfeld Spitze war. Wow. Da oben, gell? Ja. Im Nachhinein noch nicht so wie vor eigentlich. Nein, nicht schwer, aber ein bisschen ausgesetzt. Ja, das ist schon. Ja, vor allem von der, wie heißt das jetzt nochmal? Steinfeld Spitze? Von der Steinfeld Spitze da oben nachher schon. Ja. Das ist schon wirklich voll ausgesetzt. Ja, aber du, da leidest es Gott sei Dank. Mit den zwei Zipfern, gell, bist frech, wild und wunderbar wie die Pippi. Ja, sei Pippi und nicht Annika. Genau so schaut's aus. Oh, scheiße, jetzt rennen wir davon auch noch. Ist das jetzt der dritte Gipfel? Ist das jetzt der dritte Gipfel, wo du vor mir oben bist? Ja. Okay, lecker. Aber du weißt schon, dass du nicht am Weg gehst. Abschneider zerstören die Vegetation. Ich suche mir immer gern meine eigenen Wege, das weißt du vom Klettern auch schon. Hey, da haben wir uns ein neues Kreuz aufgestellt. Wow! Das ist ein Viergipfel da und wir sind jetzt nur auf drei. Was ist denn das jetzt für Frechheit? Du hast mich doch vollkommen falsch gemacht. Geil. Ja, da ist immer ein Holzkreuz gewesen, das habe ich gar nicht gewusst, dass da ein neues aufgestellt haben. Geil, das ist cool. Ich werde es von da schon mal ein bisschen machen. Vielleicht ist der vierte Gipfel der Gamskogel. Dann machen wir noch. Was? Ja. Ja, das war nicht mehr noch nie gehabt für die. Brutal, die Frau ist motiviert. Ich gehe nicht auf einer vier Gipfel, tue drei Gipfel. Wer tut denn sowas? Mir reichen die drei schon lang. Nein. Alle Karsch. Nichts gibt's. Sonst gibt's auch nichts zum Essen. Ja, kochen du eh. Ja, heute ist das wahrscheinlich. Jawohl, pass auf. Tust du eh aufpassen? Ja. Brav! Juhu, sie ist am Berg. Ihr dritter 3000er und alles an einem Tag. Gewaltig! Ja, also da ist einem jetzt wirklich da ein neues Kreuz. Wie lange das schon ist, keine Ahnung, weil
den Berg habe ich, glaube ich, die letzten zwei Winter immer gemieden. Aber das ist ein Skiberg, den machen wir heuer im Winter. Das ist eine perfekte Anfängerskitour. Und die Vier-Gipfel-Tour, die machen wir jetzt nicht, weil die Vier-Gipfel-Tour, habe ich nachgeschaut, das ist der Gamskogel, da der Schwarzkopf, da vorne das Dagwareck und rechts die Ache, das ist die Runde. Und ja, wenn wir da jetzt nachher noch irgendwie auf den Gamskogel gehen, dann müssen wir da drüben wieder rauf und wieder zurück. Das ist, weißt du, so ein bisschen ein Umweg. Und ja, ich glaube, für deine ersten 2000, da waren das eh schon drei, das reicht eh. Und vor allem, das war jetzt nicht so die einfachste Tour, muss man auch sagen. Nicht so schlimm. Ja, aber trotzdem super für den Anfang. Richtig super. Von mir kriegt es einen fetten Daumen nach oben. Dankeschön. Jo, ihr Banditen. Da vorne ist die Räubertochter. Ronja Räubertochter. Ronja. Ronja, führ uns ab. Gerade führe und dann rechts. Jetzt nur mal so richtig gewaltiges Alm- und Wiesenwandern. Gell? Auf jeden Fall. Das ist genau mein Gelände. Man merkt's, eh? Kommst gut voran. Nur nicht langsam werden. Nein. Nein. Da waren wir vorher oben. Und wie man da sieht, das ist da herunten, ist auch sehr familienfreundlich. Also da kann man schöne Familienwanderung machen, gell? Auf jeden Fall. Ja. Kann man auch die kleinen Bergwagenbunden mitnehmen. Ja, das ist für groß und klein, also groß so wie ich und klein so wie du. Auch Zwerge kommen auf den Berg. So, während die Miss Gewaltig da jetzt gerade Führer gekommen ist zu mir, haben wir gerade besprochen, wir machen das Resümee. Musst du dich noch zusammenrichten? Nein, das schaut super aus. So passt. Darf man auch schon nach dem Tag. Ja, perfekt. Also ich bin mega stolz, du hast ja nie einen 2000er gemacht und heute gleich drei. Und warum ich noch stolzer bin, wir sind in ungefähr 4 Minuten beim Auto und dann hast du für 900 Höhenmeter bergab sage und schreibe 1 Stunde und 5 Minuten gebraucht. Also das ist schon gut. Wenn man erst so kurze Zeit in den Berg geht wie du, ist das einfach nur gewaltig. Dankeschön. Sag mal, wie hat dir die Tour Tag? Es war wirklich ein Wahnsinn. Also man muss dazu sagen, ich glaube, es ist vorher schon mal vorgekommen. Der eigentliche Plan war ja für heute der Gül. Und ich war in der Früh wirklich ordentlich zwider am Vieri, bis es dann geregnet hat. Ja. Und das Projekt gescheitert ist. Verschoben. Und ja, für heute halt gescheitert. So. Und ja, dann hast du eben die Tour geplant. Und was soll ich sagen, also meine Erwartungen sind ganz weit übertroffen worden. Es war eine mega coole Tour, es war einfach nur gewaltig. Das muss man leider jetzt wieder schon wieder so sagen. Auf dem ersten Gipfel. Bärenstoffe hat der geheißen. Genau. Das war, finde ich, einfach eine schöne Wanderung. Zum Warmwärmen. Zum Warmwärmen. Kurz genau. Vor dem Gipfel, da ist es halt dann schon 2-3 Mal, glaube ich, oder ja. Muss man da dann halt so eine Rinne queren. Genau, ja. Ja, da ist halt ein bisschen ausgesetzt und ein bisschen zum Aufpassen, aber jetzt nicht tragisch, hätte ich gesagt. Also ist, glaube ich, für so ziemlich jeden machbar, der das halt am Höhenmeter schafft. Und ja, dann ist es ja schon ein bisschen wieder geworden. Ja. Also Richtung Stauffeldspitz. Stauffeldspitz. Scherben gerade entlang. Ist ziemlich ausgesetzt teilweise, aber. Nicht schwer. Nicht schwer. Jetzt sagst du es dir einmal. Für mich halt nicht. Aber Höhenangst oder so darfst du halt echt und keine mehr haben. Ja. Das geht gar nicht. Hat mir richtig gut gefallen. Ja. Das ist echt ein schöner Gipfel. Ja. Dann die Überschreitung. Oben sind wir im Nebel gestanden, leider. Genau, war halt wirklich scheiß Wetter. Da hat es auch schon geregnet, gell, beim Aufweg. Ja, beim Weggehen hat es gleich geregnet. Ja. Und war echt grausliches Wetter. Aber das habt ihr eh gesehen. Aber auch das war machbar. Ja. Die Aussicht hast du leider nicht. Genau, und dann haben wir uns noch einen Weg gemacht zum Schwarzkopf. Und das war wirklich für mich eigentlich der klasseste Teil da dann um mich, weil es ist halt
die wilde Felslandschaft und so. Genau. Ja. Ein wenig wilder, das ist wirklich ausgesetzt. Immer wieder mal Trotzseil versichert. Und ja, da musst du wirklich trittsicher und schwindelfrei sein. Oder? Ja, definitiv sehr geil so. Also das ist dann schon ein bisschen, ja, da ist bisschen was Wachseres. Aber voll schön. Ja. Unglaublich, also landschaftlich gesehen, sogar im Nebel Wahnsinn. Ja, irgendwie voll mystisch halt, ja, dann gewesen. Voll. Das ist echt schön. Ja, und wie du eben sagst, tritt sicher schwindelfrei, weil da gibt es eh einen Stuhl, wo ein Einheimischer von da angestürzt ist. 2002 ist die Gedenktafel gewesen. Ja. Genau, und nachher auf dem schwarzen Kopf von mir, da konnte es durchs Schneekar absteigen, wenn du genug hast nach den zwei wenn's Gipfel. Kannst, genau. Du hast gesagt, jetzt machen wir einen dritten auch noch, wer hat es da nachher auf den Tag? War auch noch mal voll glas, echt. Es war dann nur mal ein kleiner Anstieg jetzt nicht. Ja. Für meine Welt ist es ja nicht dramatisch. Aber auch landschaftlich voll schön. Und wie wir dann gesehen haben, was uns da für ein gewaltiges Gipfelkreuz erwartet, das war auch schon, finde ich. Das war super, ja. Nochmal voll die Motivation. Echt voll schön. Ja, und auch, es hat nachher aufgerissen, auch noch, gell, schau, kurz am Gipfel. Ja, ja, schau. Möchtest du auch noch was sagen? Möchtest du ein Resümee machen? Nicht, gell? Nein, nicht schön. Nicht. Sie will nicht. Jetzt haben wir die Seiten gewechselt. Jetzt haben wir die Seiten gewechselt, passt da. Ja, nein, das aufgerissen noch ein war voll schön. Genau. Haben wir zum Jausen noch mal ein bisschen was umgehabt. Genau. Auch noch schön, ja. Ja, und der Abstieg ist nachher, wenn du zum Schwarzkopf runter gehst, gehst du glaube ich so 150 Höhenmeter ungefähr. Und dann ist eben die Sache sehr umgeschrieben mit 1,5 Stunden. Wir sind durchs Körperloch runtergegangen und der normale Weg runter geht so runter, wie wir rauf sind. Also da kommst du nach Oberzachensee. Wie gesagt, wir haben da jetzt eine Stunde runter gebracht. Wir sind noch ein bisschen in die Oberschenkel reingegangen, weil es halt durchs Körperloch steil ist. Gell? Ja. Knie, Oberschenkel, aber geht gut. Geht gut, ja. Insgesamt, also ich habe heute keine Uhr dabei, aber die Tour hat glaube ich so ca. 1150 Höhenmeter die Runde. Und wäre halt einfach eine klassische schwarze Bergtour. Trotzdem versichert, teilweise ein bisschen zum Anklangen mit den Händen. Ja, das ist wirklich so die Königswanderung da in Zachensee herinner. Mehr oder weniger so das Anspruchsvollste, was es halt gibt an die ausgeschilderten normalen Bergtouren. Ich finde es immer wieder schön, die Runde. Voll, es ist wirklich landschaftlich einfach echt ein Traum. So viel Almrausch, so schöne Almwiesen. Und dann hast du halt doch da das ganz schroffe Gelände. Ja, also alles dabei eigentlich. Alles, was das Herz begehrt. Ja, genau. Ja. Das Bergsteigerherz. Genau. Ja, und auch genau, wenn man jetzt den Abstieg sich verkürzen will, man kann dann auch von der Gamskogelhütte mit der Gamskogelbahn runterfahren. Genau. Das sieht man jetzt da vor uns. Ich weiß das jetzt auch gar nicht genau, wie das ist, aber da gibt es sicher für Touristen da gibt's Spezialangebote über die Salzburger Landkarte oder so irgendwie. Und ansonsten halt einfach nachfragen bei der Liftgesellschaft, was das kostet. Einkehren auf die Gamskogelhütten ist sehr empfehlenswert. Das ganze Jahr offen, also immer dann, wenn der Lift offen hat, hat die Hütten auch offen. Kenne ich von früher aus meiner Kindheit noch. Und ja, genau. Möchtest du noch was sagen? Nein, gar nichts. Es war einfach ein echt schöner Tag. Nicht schlecht, also Ersatzprogramm für den Gö. Ja, bin ich jetzt trotzdem glücklich. Sehr schön, happy wife, happy life. Ja, das genau. Heißt, mir ist das ein Daumen nach oben wert. Und das ist auch zufrieden, dass ich jetzt heute auf nach der Uhr habe. Ja. Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gleich Glocken aktivieren. Kommentare hält wie immer unten rein ins Kommentarfeld. Wenn es ganz schlimm ist, dann muss ich euch halt blockieren, aber die meisten haben wir uns eh im Griff. Sonst nehmen wir schon ein bisschen Kritik an. Ja, genau. In dem Sinn, bleibt geil, bleibt's geil. Bleibt's geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Ciao. Ah. Ciao.